So, Freunde, in der Nacht. Die Post war da und hat mir eine Bestellung vorbeigebracht. CRKT. Minimalist Droppoint 02CR2384K. Können wir uns merken, ne? Ja, der CRKT, Dealer meines Vertrauens. Seit vielen Jahren. Ich glaube, jetzt bestimmt schon seit einem Jahrzehnt. Ja, das könnte hinkommen. Bastian von der Expedition Company. Sehr viele Marken im Sortiment. Immer gute Preise und liefert blitzschnell. So. Und den schauen wir uns jetzt mal kurz an. Ich hatte schon mal einen Minimalist da, aber hier das Neue hier hat mir richtig gut gefallen, weil mit dem großen Unterschied, das hat jetzt mal nicht dieses zweifarbige Mikada, sondern G10 gefräste Griffschalen und hier diese coole schwarz matt Stonewash Finish Klinge. Und das Ding sieht ja nur noch rattenscharf aus. Minimalist. Ich habe nochmal die Modellbezeichnung. 2384K. Und die Dinger liegen schon geil in der Hand. Also ein genialer Boxcutter. Alles zum Öffnen. Ne? Das ist das Öffnungstool schlechthin. Kommt hier in dieser Kunststoffscheide mit so einem massiven Nylonband hier zum Verstellen, das werde ich aber wegmachen. Da ist noch mit dabei ein kleiner Gürteladapter, wenn man so einen Gürtel machen will. Ist nicht schlecht, aber ich denke, ich werde es schon als Necki tragen. Das Bändelchen hier mache ich wahrscheinlich ab. Ich bin kein so Lanyard-Fan mit so einem Rumgebämsel. Als drei Finger reicht mir das. Macht mir nichts, wenn der kleine Finger hier im Leeren ist. Im Hohlschliff. Stahl ist hier der 15 MOV. Einfacher China-Stahl, aber für so ein kleines Messerchen reicht das ja. Man will damit ja keine Bäume fällen. Was ich da hinmachen werde, ich habe irgendwo noch eine Kugelkette rumfahren. Ich muss die nur wieder finden in meinem ganzen Zubehör. Das ist alles Wick-Zubehör. Nein, das ist eine Schlüsselkette. Griffschal, ich weiß, ich habe irgendwo eine im Shop. Ja, da ist er ja, da ist er ja. Da ist noch eine kleine Kugelkette. Ich habe der aber auch, glaube ich, noch irgendwo eine in Schwarz. Die wird natürlich sehr gut dazu passen. Aber gut, bis auf Weiteres können wir mal die silberne ranmachen. Ne? Ja, ich finde es einfach super praktisch, wenn man so ein kleiner Boxcutter am Mann hat. Für kleine Schneidtasks finde ich die Dinger einfach genial. Im Sommer sind die natürlich super, wenn du nur mal sich kurze Hose und Schlappen an hast und ein T-Shirt, wo willst du da irgendwie eine Folder oder sonst was tragen? Das Ding unter dem T-Shirt, immer geil. Fällt nicht auf, stört niemanden. Und du hast trotzdem immer griffbereit ein Werkzeug. So, jetzt machen wir mal hier raus und jetzt müssen wir überlegen, wenn man so unter das T-Shirt greift. Also, das hier muss eigentlich vorne sein. Noch ein kleines Stück. Jetzt gucken wir mal, wie das hier durchgeht. Ich weiß, irgendwo habe ich eine schwarze. Also das heißt, ich muss durch das Loch raus und hier wieder rein. Und dann, komm schon. Dann sitzt das so perfekt und leicht um den Hals, ne? Ja, zack. Einfach nur praktisch, so ein kleines Necki. Das ist ja wohl wirklich, Handlage ist echt geil. Von so einem kleinen Teil, das ist halt wirklich der Griff mit den Wahnsinns Finger Grooves. Was ich jetzt wirklich schön finde, hier ein All Black mit G10. Hohlschliff. Schöne penetrationsfreudige kleine Klinge. Da hält kein Kunststoffstand. Bisschen Chimping, hat sogar noch Wirkung. Oh, nicht übel, Minimalist. 2384K in der neuen Droppoint Ausführung. All Black. Ja, schaut mal beim Basti vorbei. Weihnachten steht vor der Tür. Gönnt euch ein Necki. Dann läuft die Geschichte. Ciao Freunde, mach's gut. Bye bye. Bis zum nächsten Mal. Euer Hübli.